So, wow, hier ist es auf jeden Fall richtig kuschelig jetzt drin geworden. Jetzt noch mit einer Kuschelrock-CD einlegen, dann kann man hier die Ecke schön zum Rumfummeln nutzen. So, hier machen wir jetzt auch nochmal dicht. An die Fackel komme ich nicht ran, egal. So, jetzt haben wir ja komplett dicht gemacht und da wird wahrscheinlich wieder irgendwas spawnen. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt hier raus? Wie komme ich hier raus? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich mache hier auf jeden Fall erstmal einen Baumstamm hin. Und das gleiche, ich müsste hier generell ein paar andere Baumstämme noch hinmachen. Aber dazu dann später. So, ich glaube, hier müsste ich eigentlich raus, ne? Ja, leck mich doch am Arsch. Du alte Mistgeburt. Scheißendreck. Da komme ich nicht raus. Soll ich mir hier erstmal einen kleinen Ausgang machen? Aber ich weiß nicht, es ist bestimmt nachts jetzt inzwischen. Was? Ja, super, da vorne sehe ich schon einen... Einen bogigen Schützen sehe ich da schon rumcruisen. Boah, leck mich doch, ey. Ich werde dieses Haus hier, werde ich bestimmt ganz oft benutzen. Na, und ein Zombie vor der Tür. Huh, wo kommst du denn her? Arschgesichtiges Arschloch. Wo ist mein... Schwert? Mein Schwert ist kaputt und ich habe kein Bett dabei. Scheiße. Alter, mit diesen neuen Geräuschen will ich auch gar nicht vor die Tür gehen. Vor allen Dingen nicht, wenn ich gerade erst Cry of Fear gespielt habe. Dann will ich hier gar nicht mehr sein. Alter, gleich kommen bestimmt Hände durch so ein Gitter. Lass mich in Ruhe, ich laufe hier nur spazieren. So, mal gucken, wie viel 30 Trillionen Creeper diesmal wieder vor meiner Türe sind. Ich komme nach Hause. Und ihr werdet mich nicht dran hindern. Puh. Hab ich doch gesagt. Wenn El Gouch nach Hause will, kommt El Gouch nach Hause und kann nicht pennen. Ich bin so rastlos. Was mache ich im Knast bloß? Nee, ernsthaft, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann hier nicht raus, ich kann nicht rein. Kannst nicht raus und kannst nicht rein? Die Frau wird wohl frigide sein. Witzig, ich lache mich tot. So, ich könnte natürlich jetzt auch wieder, pass auf, um die Nacht rumzukriegen. Wenn wir schon sonst nichts rumkriegen, dann noch wenigstens die Nacht. Waren das die? Nee, waren die, ne? Ich verwechsel das immer. Ist bestimmt noch nicht aufgefallen. So, hier, komm, dann nehmen wir das mal eben mit. Was soll's, wir haben heute Nacht eh nichts anderes zu tun. Dann müssen wir halt mal wieder das beschissene Feld machen. Ich weiß, es kotet euch so sehr ins Gesicht, dass da direkt eine Sprühwurst draus wird. Aber wir können leider nichts dran ändern. Ich habe da ja auch gar keinen Bock drauf. Aber wir müssen ja jetzt, wo wir das Lagerhaus haben, müssen wir die Kisten natürlich auch voll kriegen. Um so zu tun, als wären wir Pro-Gamer. Deswegen verstecke ich mich auch hinterm Busch und kloppe von hier aus Zombies. Ich wär so gern wie du. So hören die sich ein bisschen an, ne? Ach, schon wieder der Kirchturm. So, dann wollen wir weitermachen. Ja, ja, Kürbisernte, Kürbisernte, Kürbisernte. Es gibt ein schöneres Haus der Kürbisernte, die alljährliche. So, es ist irgendwie 3 Uhr morgens und ich wollte eigentlich schon längst im Bettchen, im Haierbettchen sein. Und stattdessen nehme ich hier gerade auf. Yes, und ich wollte auch nur 20 Minuten aufnehmen, bin jetzt schon wieder beim Limit. Ich wollte nur eine einzige Folge aufnehmen. Eine! Und stattdessen hänge ich hier wieder rum.
Doch, ein bisschen Platz haben wir noch. Da kann ich die Melonen auch noch abernten. Saftige, köstliche Melonen, die wir langsam auch mal essen sollten. Ich glaube, ich nehme mal Melonen mit, aber die nähren natürlich nicht so sehr wie ein gar köstlich Butterbemmenbrot. So, was denn das für eine gezupfte Orgelmusik hier im Hintergrund? Ach, das ist ja aus Day of the Tentacle. Wusste ich gar nicht, hätte ich jetzt so nicht erkannt. Ehrlich gesagt. Nein, bitte nicht, Herr Bogenschütz. Du siehst mich nicht. Er sieht mich doch. Penner, aua. Du schießt mich nicht. Du schießt... Was? Drecksack. Aua. Jetzt schießt er mir auch noch ins Gemüse. Au. Und in die Luft. Ich duck mich einfach. Wie der einfach gleich brennen wird. Oh, ich habe ja gar keinen... Ich habe ja gar kein Essi. Essi. Oh, und voll in den Arsch geschossen. Boah, so ein Drecksack-Kackmann. Sieh mal einer an, wie die Sonne aufgeht und wie da gleich einer brennen wird. Das beobachte ich jetzt einfach mal. Brenne. Brenne, du alter Keins. Keins, wollte ich gerade sagen. Karl-Heinz, Keins. Eigentlich würde ich Knitter-Heinz sagen, dann Karl-Heinz. Jetzt aber brenne. Das sieht aus wie Jesus mit dem Kranz um den Kopf. Jetzt brenn doch endlich, Jesus! Brenn! Los, stirb für meine Sünden! Jesus weiß natürlich Bescheid, ich habe gar keine Sünden. Jetzt brennt Jesus! Ja, jetzt brauchst du auch nicht ab... Feigling Jesus! Ich glaube, es geht los. Naja, dann ist er halt tot. Kann ich ja ihm zu Ehren jetzt eine brennende Figur gestalten und die quasi meine Glaubensgemeinschaft an die Wand pinnen. Damit alle Menschen immer in Ehrfurcht und Angst leben. Generell muss man immer mit Angst machen. Das finde ich auch so scheiße bei Religion. Die arbeiten ja auch mit dieser ganzen Angstpolitik, genau wie, naja, die Politik halt, ne? Mit Terrorismus, pipapo, bei der Religion ist es dann immer die Angst vor der ewigen Hölle. Und ja, wenn du das nicht machst, kommst du in die Hölle. Und du kommst sowieso in die Hölle. Und das darfst du nicht machen, sonst kommst du in die Hölle. Aber Leuten Angst machen und die ganze Zeit Leute in Angst und Schrecken versetzen und Zwängen auszuliefern, dafür kommt man nicht in die Hölle oder was? Oder die ganze Zeit Hunde rumstehen zu haben? So, pass auf, die räumen wir hinterher natürlich weg. Die Nacht ist um, das heißt, wir räumen jetzt nochmal ganz schnell das Feld auf. Die restlichen Melonen können wir noch mitnehmen, sonst kommen wir in die Hölle. Hölle, kommt in die Hölle, wenn ich das mache, kommt in die Hölle. Ja, weiß ich nicht. Ganz ehrlich, dann doch lieber auf gute alte Art und Weise am Kreuz verbrennen. Nee, das waren ja keine Kreuze, das waren ja Scheiterhaufen. An Kreuzen wurde ja ausgedörrt bei den Römern. So, war doch so, ne? Die wurden doch dann irgendwie auf den Berg gestellt und dann, ach ja, genau, und dann haben sie mal gesungen, Always look on the bright side of life. Das war gerade voll das behinderte Pfeifen. Ging gerade nicht, weil ich gerade so ein bisschen Hustenanfall hatte gleichzeitig. Und ich habe jetzt gelernt im Let's Play oder während oder mit diesen Let's Play-Geschichten habe ich gelernt, meinen Husten zu unterdrücken während der Aufnahme. Das ist nicht immer leicht, aber es geht. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade einen Hustenreiz, den ich beim Reden unterdrücke. Das ist schon eine Sache, würde ich sagen. So, pass mal auf, den Scheiß hier lass ich mal da. Ja, super. Den Scheiß nehmen wir mit. So, den Scheiß lasse ich auch mal da. Und dann... Alter. Alter. Hier, Pumpkin. Pumpgun nehme ich mit. Hier habe ich noch 64 Sugarcanes. Da habe ich das beschissene Auge wieder drin. Das beschissene Auge. Das beschissene Auge. Ich habe Lauge im Auge. Es tut so weh. Es brennt wie Sau. Es brannte wie Sau. Ich hatte Lauge im Auge.
So, auf jeden Fall, jetzt fällt mir nichts mehr auf Lauge ein, deswegen tue ich mal so, als würde ich jetzt hier was Sinnvolles machen. Naja, oder auch einfach nur wieder failen, wie immer. So, toll, dass wir jetzt 30 Milliarden Melonenstücke haben. Finde ich ja richtig super. Bringt uns auf jeden Fall immens nach vorne in diesem Let's Play. Lohnt sich richtig, dass wir das machen. Apropos Lauge im Auge, jetzt hat's gerade gejuckt. Und ich trinke jetzt einen Schluck Coke Zero. Schmeckt irgendwie ganz schön scheiße. Ich bin einfach kein Zero-Typ. Zero. Gucke Zero. Man könnte ja meinen, ich mache Werbung, aber ich mag Coke Zero eigentlich gar nicht. Aber da ich in letzter Zeit wieder so viel Cola trinke, dachte ich mir, naja, dann belügst du dich mal selbst und trinkst was ohne Kalorien. Hahaha, bringt total viel. So. Was haben wir denn hier? Die Buchse haben wir noch mit dabei. Ein bisschen Eisen haben wir noch mit dabei. Vier Äppelchen haben wir aus der Kiste geklaut. Die gehören da rein. Haben wir noch irgendein bisschen Schiznit? Hier haben wir noch Schiznit. Flintstones kommt da hin. Und die zwei beschissenen Billigpfeile tun wir zu den anderen beschissenen Billigpfeilen. So, haben wir 18 jetzt davon. Und was wollte ich denn machen? Ach, habe ich noch Zaun dabei? Es gab ja mal die Idee. Z-Ivana, test mal out. Ach, hier sind ja noch die. Komm, die nehme ich mal mit hier. Ganz kurz die Cleanstones. Ja, ich weiß, die. Ach, wir müssen auch mal eine Runde. Wirklich mal eine Runde enchanten, bevor wir die Riesenbibliothek überhaupt fertig haben. Weil jetzt mit Level 36 würde ich schon gerne. Verstehst du bestimmt, ne? Dass wir da nicht unbedingt sofort krepieren. So. Da würde ich zumindest gerne noch ein bisschen was mit dem Krempel anfangen. Bevor wir uns also wieder auf den Weg in eine Höhle machen oder in den Nether oder irgendwo anders hin, wo auch immer uns das Schicksal hinführt, wo auch immer das wohl sein mag. Vorher werden wir auf jeden Fall dann ein bisschen enchanten. Enchantment? Scheiße, ich muss offscreen die Kisten sortieren, das bringt hier nichts mehr. Ich werde es offscreen machen. Könnt ihr sagen, was ihr wollt, weil das dauert mir sonst zu lange. Entschuldigung, aber da weiß ich, was besser ist. Weil wenn ich das hier da irgendwie in einer Folge, da würde ich bestimmt eine Stunde brauchen. Vor allem, wenn ich dabei durchlabere. Und ich möchte da ehrlich gesagt auch keine Fullspeed-Folge davon machen, wie es vorgeschlagen wurde. Weil es ist so oder so einfach nur ätzend. Vor allem, wenn ich längere Zeit überlege oder noch mehr hin und her räume. Und eine Fullspeed-Folge bringt dabei gar nichts. Die ändert nichts daran. So, paar Schilderchen habe ich noch und ich habe ein paar Zäunelchen. Dann wollte ich mal ganz kurz gucken, weil ich diese freischwebenden Schilder an den Dingern da nicht so mag, wurde vorgeschlagen in den Kommentaren. Ich soll es doch mal anders probieren. Und genau das mache ich jetzt auch mal. Mal gucken, ob es so funktioniert. So, sieht es ein bisschen merkwürdig aus, aber das sehe ich auch. So, wie hatte ich den Wald, wie wollte ich den nennen? Habe ich vergessen. Nenne ich das mal... Tum. Aha, Tum. Ich kann hier nicht schreiben gerade. Zum... Wuttiwald. Was weiß ich? Zum Wuttiwald? Ach, passt. Zum Wuttiwal. Na super. Wieso mache ich überhaupt Zum dahin? Wuttiwald. Ne, heißt natürlich nicht so. Ich nenne das jetzt nur mal so. So, das sieht dann so aus. Das sieht aber auch scheiße aus, ey. Ganz ehrlich, das kannst du so nicht lassen. Nee, das geht so nicht. Das sieht... Finde ich nicht gut. Finde ich irgendwie ein bisschen schäbig. Da siehst du das so hässlich, dass da springt mir sogar die Axt. Also die Idee war ganz gut, aber die Arme waren zu kurz. Nee, aber nee, geht nicht. Ich könnte auch hier das Schild dran machen, aber dann sieht es immer noch so freischwebend hässlich aus. Ich probiere das gerade mal, nur mal vorsichtshalber. Siehst du, geht nicht. Kannst du nicht machen. Ich weigere mich, das so zu machen. Vielleicht kann ich da was anderes ranmachen als einen Zaun, aber das sieht alles scheiße aus. Das sieht scheiße aus. Ich probiere da offscreen noch mal so ein paar Sachen aus. Mache ich jetzt nicht hier. So, was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Hm? Na, hm? Ach, weißt du was?
Guck grad auch keiner. Hauen wir doch mal diese Scheiße hier weg. La 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 la. Das können wir ja jetzt schon machen. Ich bin sicher, das freut einige, dass wir das jetzt hier wegreißen. Hingegen aber nicht alles. Sollen wir lassen das Grundkonzept mal ein bisschen stehen? Ich habe leider auch keine Slabs mehr. Fällt mir gerade auf. Treppe nach oben habe ich hier natürlich auch nicht, weil ich so schlau bin und vorausschauend. Dafür habe ich aber ein großes Loch im Boden. So, diese Scheiße hier kommt auch mal raus, ey. Was habe ich mir dabei gedacht, ganz ehrlich? Da war ich bestimmt besoffen, als ich das aufgenommen habe. Und ich höre irgendwo Viecher und bilde mir mal gleich ein. Das Lied kommt mir bekannt vor. Ach ja, Booty Island. Haha, ist ja immer noch Monkey Island. Okay. Ich überlege gerade, wie ich das machen kann. Ich probiere mal was aus, wie immer, kennt er ja. So, pass auf. Hoppel, die Hoppel, die Hoppel. Die Hoppel, die Hoppel, die Hoppel. Au! Nee, weißt du was? Ich glaube nicht. Ich glaube, das hier wird dicht. Und das hier wird auch dicht. Eins, zwei. So, pass auf. Dann nämlich, das ist nämlich der Clou jetzt an der ganzen Geschichte. So, hier ist überall Holz drunter. Okay. Jetzt muss ich dann da. Da ist auch Holz drunter. Nee, hier müsste dann... Moment, Moment, Moment. Ich muss ja gerade ein bisschen überlegen. Das dauert bei mir immer ein bisschen länger. Wisst ihr ja, ich habe viel Wind unter der Mütze und da höre ich beim Pfeifen immer nicht richtig die Gedanken raus. Darum muss ich mich hier mal ein bisschen konzentraten. Wie wir Lifestyler immer sagen. So, pass auf. Der drauf, der drauf, der drauf, der drauf. Der raus, der raus, der raus, der raus. Wo ist der andere? Ach, scheißen Dreck. Und es wird natürlich wieder dunkel, wie immer, wie ständig eigentlich. In diesem Let's Play wird es immer nur dunkel. Habe ich, glaube ich, schon mal angemerkt. Ist mir ein großes Mysterium. Zack, haben wir mit dem genau den gleichen Aufwand. Jetzt bräuchte man natürlich eine Glasscheibe. Aber jetzt haben wir da in der Mitte ein Fenster. Das sieht nicht ganz so hässlich aus. Das da oben kommt natürlich weg. Und ich rede jetzt mal weniger und laufe mehr nach Hause, um zu schlafen. Einfach nur, weil wir es können und weil wir zu Hause ein bequemes Daunenbett haben. Mit einer interessanten Arschmulde darinnen. Kennt man ja, wenn man Matratzen zu lange einliegt, hat man irgendwann Arschmulden drin. You may rest now, there are monsters, Nurby. Achso, Nurby. Habe ich Nurby schon mal gehabt? Ja, ne? Pass mal auf, die Musik ist mir jetzt ein bisschen zu laut hier, Morrowind, ja? Spielen wir mal lieber so ein bisschen Aion. Ich kann fliegen! Ich bin ein Angel! Nee, wie hießen die nochmal? Ich habe vergessen, wie die hießen. Verdammt, bei Aion. Habe ich doch eine ganze Weile lang gespielt übrigens. Hat sogar Spaß gemacht. Müsste ich eigentlich mal nachträglich noch einen Let's Test von raushauen, so just for fun. Wollte ich ja eh wieder ein paar mehr machen. Auch von MMOs und so. Ganz wie zu Anfangszeiten. Dann aber nicht als Let's Play, sondern wirklich gleich als Let's Test. Die Let's Plays waren immer abgebrochen. Da hatte ich noch gar keine Let's Tests. Jetzt höre ich mich an wie die Schullehrerin von Jimmy Neutron. Jimmy? Nee, keine Ahnung. Hört sich irgendwie ganz schäbig an.